Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Kadafi, euer Let's Playendes Kaninchen. Und vor etwa 2 Wochen habe ich ein Video rausgebracht, in dem ich die Verzauberungen, die uns True Damage gegeben hat, wieder an die Community in einem Giveaway zurückgeben wollte, werde, will, wollen haben wird. Hier bitte richtige Zeitform einsetzen. Wie dem auch sei, ich habe mir gewünscht, dass ihr mir Screenshots schickt von eurem Lieblingsort in Neverwinter. Also von dem Ort, den ihr am schönsten findet oder an dem ihr am liebsten seid. Gerne auch mit dem passenden Outfit. Und wie ihr seht, ich habe die Bilder hier schon einmal präsentiert, haben viele Leute fleißig mitgemacht. Teilweise mehr als ein Bild geschickt, teilweise sehr viel mehr. Und jemand, der gut im Zielen ist, wird sehen, ach, das sind 13 Leute. Aber Kadafi, du hattest doch nur 10. Und das ist richtig, 13 sind mehr als 10. Und das fände ich aber total schade, wenn jetzt Leute leer ausgehen, die drei, wenn die nichts bekommen würden. Oder wenn halt 3 daraus nichts bekommen würden. Ich müsste das ja per Zufall machen. Und deswegen habe ich jetzt mal noch 3 Lichtverzauberungen aus meiner Astraldiamantentasche rausgegriffen. Und dazu gepackt, damit jeder entsprechend wenigstens eine Verzauberung bekommt. Das nächste Problem war dann die Henkes-Verzauberung. Die war sehr beliebt, verstehe ich. Aber ich habe ja leider nur eine zum Giveaway. Und deswegen musste ich die auswürfeln. Ich habe darauf geachtet, dass möglichst immer jeder das bekommt, was er sich wünscht. Oder wenigstens eins von den Sachen, die er sich wünscht. Aber gerade bei der Henkes-Verzauberung, ne, wenn ich eine nur habe und 8 Leute sich eine Henkes-Verzauberung wünschen, geht's halt leider nicht. Ich würde jetzt durchgehen, wer was bekommen hat. Wie gesagt, es ist alles so halb ausgewürfelt, halb nach euren Wünschen gegangen, dass jeder zufrieden ist. Aber dass, wenn es solche Sachen sind, solche Entscheidungen, wie bei der Henkes-Verzauberung, bin ich nicht danach gegangen, was mir am besten gefällt bei den Bildern. Das wäre unfair, weil ich wollte ja eure persönlichen Favorites haben und nicht meine persönlichen Favorites geraten haben. Deswegen wäre das total unfair, wenn ich jetzt sage, oh, die Person, die mir das schönste, das Bild, was mir persönlich am schönsten gefällt, die bekommt die Henkes-Verzauberung. Das wäre unfair. Und deswegen habe ich das ausgewürfelt. Und ich möchte jetzt mit euch die Bilder durchgehen und immer sagen, wer was bekommt. Und dann werde ich euch entsprechend auch kontakten über den Weg, den ihr gewählt habt, um mir das Bild zu schicken. Also über E-Mail oder über Discord, da schreibe ich euch an, damit ihr mir euren Handle gebt und ich euch das dann per In-Game-Post zuschicken kann. Beginnen wir gleich einfach bei dem beliebtesten, bei der beliebtesten Verzauberung, bei der Henkes-Verzauberung. Der Würfel hat entschieden, dass Sebastian diese bekommt für dieses Foto aus dem Treibeismeer. Meiner Meinung nach einer der schönsten Gebiete, wobei es gibt einfach fast nur schöne Gebiete in Neverwinter. Gerade jetzt durch die Bilder habe ich auch nochmal Orte entdeckt, wo ich sage so, wow, die hast du schon ewig nicht mehr gesehen, die hattest du nicht mehr auf dem Schirm oder wie toll sind die eigentlich. Also da, es ist einfach ein super schön designtes Spiel, das muss man sagen. Auch wenn es schon so alt ist. Aber es soll ja hoffentlich, vielleicht, bald ein Grafik-Overhaul kommen. Ich bin gespannt, wie dem auch sei. Zurück zu den Bildern. Treibeismeer. Nicht die beliebteste Karte bei den Spielern, habe ich so das Gefühl, was ich so gehört habe, kann ich nicht nachvollziehen. Ich liebe Eis, ich liebe Schnee, ich liebe Kälte. Und auch hier dann mit dem, mit der Aurora Borealis, mit dem Wetterleuchten, so eine schöne Map. Und auch die Musik, die atmosphärische Untermalung, diese Ruhe, die ausgestrahlt wird von der Musik auch und dieses leichte Knistern, einfach eine fantastische Karte in meinen Augen. Dafür gibt es die Henkes-Verzauberung. Und das ist aber nicht das einzige Bild, welches aus dem Treibeismeer kommt. Mr. Co. hat ebenfalls ein Bild aus dem Treibeismeer geschickt. Er findet auch das Treibeismeer offensichtlich, in meinen Augen zu Recht, als eine der schönsten Karten. Passend seinem Outfit finde ich auch dazu, mit der Flammenrüstung. Ich meine, es ist kalt und da muss man sich auch ein wenig wappnen gegen die Kälte. Und Flammen, die einen in der Rüstung umgeben, sind da, glaube ich, ein gutes probates Mittel. Xuna daneben ist, glaube ich, nicht korrekt angezogen fürs ewige Eis. Ist vielleicht auch nicht die schönste Karte für sie. Immerhin ist ja kurz vorher im Kampf gegen Druffy in Fangberg Island Markus gestorben. Und jetzt im Treibeismeer sind da vielleicht die Erinnerungen noch ein bisschen sehr frisch. Wer weiß. Aber nun ja, das ist ja nicht unsere Entscheidung, das für sie da zu beurteilen, ob sie da gerne sein möchte. Herr Co. bekommt für dieses Bild eine dunkle Verzauberung. Für dieses schöne Bild aus dem Treibeismeer. Und es gibt noch eine dritte Person, die
im Treibeismeer ein Foto gemacht hat, und zwar Siren oder Siren? Ich weiß nicht, spricht man das Deutsch oder Englisch? Ich würde sagen Siren. Siren hat ebenfalls ein Bild aus dem Treibeismeer gemacht, und zwar hier vor einem der Zelte. Und das finde ich eigentlich auch immer sehr schön in den ganzen Gebieten, dass die sich nicht einfach nur auf die Welt, sondern auch auf die Ebene der Bewohner versuchen, irgendwie reinzudenken. Also hier entsprechend, wenn ich dort lebe und mir eine Behausung baue, woher kriege ich Materialien? Und natürlich sind da die am einfachsten zu bekommenden Materialien Knochen und Fell von den Lebewesen, von den Tieren, die da gejagt werden und leben. Und dass da nicht irgendwie dann eine Holzhütte steht oder irgendwie sowas, oder eine Steinhütte, was gar keinen Sinn machen würde. Also hier wird auch innerweltlich logisch immer versucht, die Map zu gestalten, die Bewohner zu gestalten. Und das sieht man hier sehr, sehr schön. Für dieses Bild gibt es eine Lichtverzauberung. Siren, du kriegst eine Lichtverzauberung. Eine andere scheinbar sehr beliebte Map, wie ich auch sehr gut nachvollziehen kann, dass die beliebt ist, ist Barovia. Hier zu sehen von Karl, der eine schöne Panorama-Aussicht über Barovia, über das Tal fotografiert hat. Im Hintergrund der riesige Vollmond, davor die Burg und der heulende Hund. Das ist eine fantastisch gute Momentaufnahme. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, wenn ja, im richtigen Moment abgedrückt, wenn nein, richtig gut Glück gehabt, dass hier wirklich der Begleiter, der Gefährte im richtigen Moment heult. Eine unglaublich tolle Karte, die auch von der Story fantastisch ist, finde ich persönlich. Ich weiß, dass da auch die Leute, die sich mit der Lore auskennen, mit der Pen & Paper Kampagne, da nicht sonderlich zufrieden sind, weil viele Sachen rausgeschrieben wurden oder rausgestrichen wurden. Aber ich finde, dass, wenn man das nicht weiß, ist das eine sehr runde Kampagne und eine fantastisch gemachte, gerade dieser Tag-Nacht-Wechsel, gibt dem nochmal auch wieder sowas ganz Persönliches, sowas ganz, ganz Eigenes, finde ich. Für dieses Bild passend, für diese dunkle Map, gibt es eine Lichtverzauberung, auf das ein Licht in den dunklen Stunden in Barovia, die erscheint. Aber nicht nur Karl findet, das ist eine fantastische Karte, sondern auch Phönixfeuer findet, das ist eine fantastische Karte und hat ebenfalls diese fantastische Aussicht über das Tal mit dem Vollmond und dem Burggrabe, der Burggrabenhorst, fotografiert oder einen Screenshot gemacht und eingesendet. Und ich meine, es ist eine ähnliche Perspektive, aber ich glaube, auf dieser Map kann man auch einfach kein schlechtes Bild machen, weil du hast halt immer diesen riesigen Mond mit diesem über allem thronenden Schloss oder dieser Burg, die da über allem thront. Der Nebel, der durch die Wälder wabert und Barovia abgrenzt vom Restlichen. Das wirkt einfach immer gut. Also das ist, glaube ich, auch für eine Map, die so fantastisch konzipiert ist, die so mystisch ist. Schöne Map und schönes Foto. Vielen Dank, Phönix. Dafür gibt es ebenfalls für die dunklen Stunden eine Lichtverzauberung. Bleiben wir beim Thema dunkel und mystisch, kommen wir zum Bild von Murksen. Hier der Garten oder der... Wie heißt das? Ist das Garten? Ich glaube, es heißt Garten. Aber es ist auf jeden Fall dieser Dachgarten in Protectors Enclave, den man ja normalerweise nur besuchen kann, wenn man entweder gerade an dem Jubiläum des Beschützers teilnimmt oder zu den Ausgewählten gehört, die einen Schlüssel dazu haben. Dann kann man dorthin und wie man hier sehr, sehr schön erkennt, da nicht der Teppich ausgebreitet ist, gehört Murksen zu den Auserwählten, die einen Schlüssel haben und jederzeit auf den Balkon hochsteigen können und dort von oben über Protectors Enclave, über den Markt, über das handelnde Volk hinabschauen können und sich mit einem Glas Milch dort oben genügsam den Abendhimmel anschauen können. Es ist auch Abendhimmel, das heißt, wir werden hier noch mehr dieser Atmosphäre genießen können, wenn das alles so leuchtet und so ein bisschen schummrig ist. Ich glaube, gerade durch diese Pseudo-Exklusivität, dass man diesen nicht einfach so betreten kann, diesen Ort, macht es das so auch ein bisschen was Besonderes. Auch wenn es dort oben nichts Besonderes gibt, außer Händler, die man auch sonst immer findet, aber es hat so ein bisschen elitären Geschmack da oben. Und das finde ich einfach, ist sehr schön, war ich schon lange nicht mehr oben. Ich glaube, jetzt gehe ich da mal wieder hin. Dafür gibt es eine Lichtverzauberung, ebenfalls passend, um in den dunklen Stunden dort oben ein wenig zu sehen, wo das Glas Milch steht. Licht wird Herr Rostos vermutlich nicht brauchen, denn
Sein Lieblingsort ist vor dem Kamin in der Gildenfestung auf den flauschigen Fellen schlafend. Ob da deine Gilde happy ist, dass du da einfach rumliegst und pennst, während sie irgendwo streitet und kämpft? Ich weiß ja nicht. Ja gut, da muss deine Gilde wissen, ob sie das okay findet. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Dafür gibt es ebenfalls eine Lichtverzauberung. Die Gildenfestung ist ja auch irgendwie ein bisschen was Besonderes. Sie haben ja versucht, damit so eine gewisse Form der Individualität reinzubringen. Es ist kein Housing-System im privaten Sinne, dass jeder Spieler sein eigenes Haus hat, was er individuell gestalten kann. Aber die Gilde kann ihre eigene Festung in gewissem Rahmen selbst gestalten. Also nicht nur außerhalb, welche Gebäude sie baut, sondern hier auch innerhalb, welche Stühle, welche Lampen, welche Teppiche, welche Wandgemälde sie irgendwo hinsetzt. Und damit ist eine gewisse Individualität schon möglich. Ich hatte auch ein bisschen gehofft, dass sie damit den Schritt wagen zu einem privaten Housing-System, dass jeder, wie zum Beispiel in Teso, sein eigenes Haus einrichten kann. Aber das ist, glaube ich, einfach serverseitig nicht möglich. Das macht die Engine oder die Server nicht mit. Dafür ist es einfach nicht konzipiert worden, damals das Spiel. Und das macht, finde ich, aber auch wieder gerade diese Gildenfestung noch mehr besonders, weil es ist eine Karte, die etwas erlaubt, was eigentlich nicht vorgesehen war. Dementsprechend vielen Dank für dieses Bild. Eine Lichtverzauberung, damit du auch mal vielleicht irgendwo anders liegen kannst und vielleicht auch mal von dem Lagerfeuer weg kannst, deiner Gruppe, deiner Gilde vielleicht helfen kannst und nicht immer nur da vorliegen musst mit deinem Sailor Moon Kostüm und dich da wärmen musst. Als nächstes dieses Bild von Lahin, für das es einen Bindungsruhenstein gibt. Aufgenommen im Kampf gegen den Cyberkönig in der Endschlacht. Und was macht unsere Zwergin hier? Sie hilft ihrer Gruppe nicht. Nein, sie hat sich in einen der Tesla-Spulen einfach fangen lassen und steht dort und trinkt genüsslich ein Bier, während ihre Gruppe den harten Kampf gegen den Cyberkönig bestreitet. Und sie macht sich da einen Chilligen. Ich meine, gut, sie ist jetzt auch nur ein Zwerg, also vermutlich wird da die Unterstützung ihrerseits jetzt nicht sonderlich groß sein und das ist jetzt nicht der große Verlust für ihre Gruppe, aber ist schon ein typisches Zwergenverhalten, würde ich sagen. Also ich meine, da sieht man schon, wessen Geisteskind da die Zwerge so sind. Trotzdem ist es lustig, dass es geht, also dass man sich hier in diese kaputten Tesla-Spuren reinporten und dann festhängen kann. Also man steckt dann ja wirklich dort auch fest, man kommt dort auch nicht raus. Es geht, glaube ich, auch nur in der letzten der 4 Tesla-Spuren, die man zerstört. Und ich weiß gar nicht, man kommt da nicht mehr raus. Man kann vielleicht mit Kill Me kommt man da vielleicht noch raus, aber man kann sich nicht mit Unstuck befreien. Also das ist, allein dafür müsste es auf jeden Fall eine Belohnung geben, dass man da rein kann und diesen Weg findet. Den zweiten Bindungsruhenstein gibt es für Rolands Bild aus dem Ring des Grauens. Eine sehr, sehr alte Karte, ist ja Modul, oh Gott, lass mich lügen, 1, 2, also schon ewig, ewig, ewig lange da. Und schon damals haben sie fantastische Karten gemacht, hier mit dem Underwing, mit dem riesigen Drachenknochenflügel. Drachenflügelknochen? Drachenknochen? Drachenflügel? Wie auch immer. Ein riesiger Flügel, ein Skelett, eines Drachen, der Kopf davor. Und er steht hier auch auf der Rippe vermutlich. Und sein Outfit ist auch sehr passend. Also ich meine, das sieht aus wie ein roter Magier, der Helm. Passend mit dem Knochen, mit dem Schädel. Woher ist der? Wie heißt der? Wieso habe ich den nicht? Ich will den auch. Also da möchte ich auf jeden Fall wissen, wie heißt dieser Helm, denn den möchte ich auf jeden Fall auch haben. Ich hoffe, den gibt es auch für Kleriker. Und das ist eine Map, wo ich sehr, sehr lange gerne sein würde, denn ich würde gerne Valyndra unterstützen. Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich Valyndra im Kampf unterstützen und auf Valyndras Seite kämpfen. Aber es geht leider nicht. Ja, dafür vielen Dank für dieses schöne Bild. Dafür gibt es einen Bindungsruhenstein. Und sag mir, wie der Helm heißt. Woher kriege ich den? Ich will den haben. Weiter geht es mit dem Bild von Hobbit-Fan, für das es eine dunkle Verzauberung gibt. Und das ist ein Ort, wo ich dachte so, oh mein Gott, den hast du schon ewig nicht mehr gesehen, diesen Ort. Und ich hatte diese Position, ich glaube, es ist entweder diese oder von der anderen Seite, als Desktop-Hintergrund ganz, ganz lange, weil ich diesen Ort im Turm des Mondritters in Charandar so fantastisch gemacht fand. Also das ist ja auch schon wieder eine super alte Karte. Charandar ist ja auch Modul 2, 3, keine Ahnung, ich glaube 2. Und sie ist trotzdem so fantastisch gestaltet mit dieser Natur, die dort
in dieser Struktur wächst, in diesem Turm. Also es ist wirklich, man sieht hier, dass es ein Elfengebäude ist, ein was mit der Natur im Einklang steht, auch wenn die Verderbnis von Malaboks Schergen hier schon einen, naja, da ist ja noch nicht wirklich drin. Also da kämpft ja der Mondhunter irgendwie noch schon dagegen, ich weiß es nicht. Ein fantastischer Ort, gehe ich auf jeden, spätestens jetzt gehe ich da wieder hin. Also selbst wenn man da nicht mehr groß fahren muss, um einfach diesen Ort wieder zu sehen, muss man dahin. Vielen, vielen Dank und ich glaube, dass dein kleiner Dino sich zwar nicht ganz so wohl fühlt, wobei, ich meine, die Beute kann sich nicht so gut verstecken. In Schuld ist das Gras höher, sind die Blätter höher. Das heißt, die Beute kann sich auch leider verstecken. Vielleicht findet dein Dino es da gerade gut und findet dort schneller mal einen leckeren Happen. Wer weiß. Als nächstes kommt Reinhard. Reinhard hat mir eine ganze Palette an Bildern geschickt, die alle unter einem Thema waren. Und ich finde, dieses Thema sieht man in diesem Bild hier sehr, sehr gut, denn es ging um Orte, die man normalerweise nicht betreten sollte. Also irgendwelche Orte außerhalb der Karte, durch die man, wo man durch Wände glitschen muss oder sehr weit oben irgendwann Orte, wo man nur über irgendwelche Clipping-Sachen oder Glitch-Jumps hochkommt. Also Dinge und Orte, die vermutlich nicht gewollt erreichbar waren, aber durch sehr, sehr viel, weiß ich nicht, Enthusiasmus oder Kaputtheit oder viel zu viel Zeit doch erreichen kann. Und ich gehöre genau zu solchen, die das auch immer versuchen. Ich versuche auch, wer mich in Livestreams schon mal beobachtet hat, wenn ich einfach nur rede, dann versuche ich auch irgendwo hochzuklettern oder springe einfach rum und versuche mich irgendwo hochzuglitschen. Das mache ich auch. Und deswegen, das muss auf jeden Fall auch eine Verzauberung bekommen. Dafür gibt es eine Lichtverzauberung. Das vorletzte Bild, dieses hier von Stella, bekommt ebenfalls eine Lichtverzauberung. Spinrod Rise aus dem Modul Elemental Evil. Und das ist, glaube ich, sogar einer der Orte, die man nur über das Springen erreicht. Also es gibt ja in Spinrod Rise diese Orte, diese schwebenden Steine. Man sieht diese Brocken überall, die rumschweben. Aber es gibt auch diese größeren schwebenden Brocken, die man über solche Sprungpassagen, in denen man schweben kann, so ein Pseudo-Fliegen, erreichen kann. Und man muss, glaube ich, eine auch für den Ausspielstein dort überspringen. Eine Karte, die ich mit sehr gespaltenen Gefühlen betrachte. Also Elemental Evil war jetzt nicht wirklich mein Favorite. Ich habe, als Elemental Evil rauskam, auch eine längere Pause gemacht, als Modul 6 rauskam. Unter anderem, weil das Grinden da super nervig war. Die Quests waren damals noch viel, viel schlimmer aufgebaut, als es heute der Fall ist. Und dazu kam auch noch, dass die ersten beiden Maps, die sie dort eingebaut haben, einfach eine komplette Kopie der bestehenden Maps waren. Und dann kam, ich hab vergessen, wie sie hieß, irgendwas mit Zwergen und Feuer, keine Ahnung, und dann Spinrod Rise. Und Spinrod Rise war dann nochmal so ein, das ist die letzte Karte, die so viel rausgerissen hat, weil sie was komplett Neues war, komplett neue Gegner, die man vorher noch nicht gesehen hatte, diese Sprungmechaniken, die dort sehr wichtig waren und einfach generell diese super offene, weil man ja über den Wolken war, super offene Aussicht. Die hat ganz, ganz viel für mich nochmal rausgerissen. Hat trotzdem nicht gereicht, dass ich dann dabei blieb. Ich habe die Pause gebraucht und dann später wieder reingeschaut und lange mich vor diesem Modul gedrückt mit verschiedenen Charakteren. Aber das ist auf jeden Fall, von Elemental Evil ist diese Map mein absolutes Highlight. Und gerade mit diesen Sprungpassagen hat man so tolle Ausblicke erreicht, wie man hier auch sieht. Vielen Dank für dieses schöne Bild und für die Erinnerung an dieses schreckliche und schöne Modul zugleich. Und last but not least, ein Bild von Wolfi, für das es ebenfalls eine Lichtverzauberung gibt, aus Schuld, aus der Stadtport Nyanzaru, beziehungsweise aus dem Stadtteil von Nyanzaru, mit einem Leprechaun, oder was soll dieses grün-rote Kostüm deines Zwerges darstellen? Spielst du Leprechaun? Hast du versucht, dich zu tarnen, weil du weißt, dass Zwerge schlecht sind? Hast du gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie versuchen, anders auszusehen? Finde ich einen guten Schritt von dir. Finde ich gut, ne? Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Jetzt wäre natürlich dann die Frage als Leprechaun, wo ist dein Goldschatz? Wohin führt der Regenbogen? Wo ist dein Regenbogen? Oder? Ich meine, wenn wir uns mal Port Nyanzaru angucken mit den goldenen Dächern, ist Port Nyanzaru vielleicht dein Goldtopf? Und deswegen sehen wir auch den Regenbogen nicht, weil wir am Zentrum oder am Ende des Regenbogens angekommen sind und hier überall das Gold ist? Oder vielleicht
brauchst du auch genau deswegen die Lichtverzauberung, weil du Licht brauchst, brauchst ja Licht, um einen Regenbogen zu erzeugen. Du hast bisher einfach noch keinen Regenbogen erzeugen können. Und deswegen weißt du gar nicht, wo dein Goldtopf ist. Und deswegen hast du jetzt die Lichtverzauberung und damit kannst du einen Regenbogen erzeugen und weißt, wo du deinen Goldtopf versteckt hast. Vielen Dank auch für dieses Bild. Vielen Dank auch einfach nochmal an alle hier am Ende für die fantastischen, schönen Bilder von diesen verschiedenen Orten. Ich hoffe, ihr freut euch über die Verzauberung, auch wenn es vielleicht nicht immer die erste Wunschverzauberung war, die ihr haben wolltet. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich nur die verteilen kann, die ich auch wirklich habe. Aber ich habe, wie gesagt, darauf geachtet, dass ihr möglichst Sachen bekommt, die ihr auch euch gewünscht habt. Ich hoffe, euch haben auch die Bilder gefallen. Also die jetzt nicht mitgemacht haben, habt vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Ort gesehen, wo ihr sagt, oh, den hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung oder den kannte ich noch gar nicht oder da war ich noch gar nicht. Da freue ich mich hinzukommen, wenn es jetzt zum Beispiel neue Spieler sind, die noch nicht in Port Nyanzaru waren, in Schuld oder in Barovia. Wisst ihr, wo es hingeht? Oder ihr habt euch Reinhard gesagt, okay, da gibt es einige Orte vielleicht, die ich auch mal entdecken möchte. Es gibt zum Beispiel einen Ort in Protectors Enclave, kann ich ja nochmal ganz kurz erzählen. Das macht nämlich eigentlich auch ganz Spaß, wenn man ein bisschen so die Fehler des Map-Designs damit auch entdecken kann. In Protectors Enclave gibt es nämlich ein Tor, ein riesiges Tor, durch das man eigentlich durchgehen könnte, aber wenn man dies tut und so ein bisschen rumspringt, sieht man, dass dahinter einfach nur ein Abgrund ist. Und wenn man durch das Tor durchgehen würde, dann würde man einfach hinunterfallen und ins Wasser fallen, weil jemand da sich nicht weiter Gedanken gemacht hat, weil man gedacht hat, da gucken die Spieler eh nicht hin, das werden sie eh nicht sehen. Und sowas kann man dann durch dieses ein bisschen kaputte Herumspringen und Rumglitschen auch entdecken. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Einsenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Kaninchen. Tschüss.